Nee, sie würfelt einfach nur auf ihren Paradewert, weil Tier ausweichen ist kein echtes Ausweichen, sondern irgendein Mischdings. Genau, Wir parieren weichen immer kannst aus. du darfst auch nicht parieren, du darfst, also Mira ist, das ist für Mira nur ein großer Gegner und für Mira ist es kein sehr großer Gegner. Das ist tatsächlich egal. Also aus ihren Werten berechnet hier das Ding eine 8. Ja, Ja, das aber klingt okay. irgendwie plausibel. Ich muss gerade mal gucken, das Überrennen. Optionale Angriffsform. Attacke, Wert und Schaden ist jeweils bei der Beschreibung des Tieres im Bestiarium angegeben. Überrennen zählt automatisch als Angriff zum Niederwerfen. Nur Ausweichen oder meisterliches Ausweichen ist gegen Überrennen möglich. Unter Umständen auch gegenhalten. Also Mira hat im Mana-Zoo eine Parade von 4. Ja, richtig. Ripp. Ja, komm, würfel. Aber es erscheint mir irgendwie komisch, dass er Mira niedertrampeln kann. Aber er ist noch viel größer als Er ich, ist oder? 4 Meter groß. Der Okay. Bär ist Ich meine, vielleicht 2 Meter. denkt alle mal einen Moment lang darüber nach, wie fucking groß 4 Meter sind. Ja. Also das ist halt mehr als ein Stockwerk, ne? Ein Stockwerk Mira ist so immer wäre halt grob. 4 Schritt auch aufgerichtet groß. So ist nicht mein Bock. Ja, aufgerichtet. Ja, aber wenn sich der Schlinger aufrichten Pass auf, würde. wenn ein Pferd, das ein großer Gegner ist, einen Menschen überrennen kann, kann ein Schlinger auch Mira Ah, überrennen. safe, natürlich. Zweifelt doch keiner an. Ja, wenn wir nach dem Zobot-Wert gehen, dann bin ich tot. Wenn wir nach dem Mira-Wert gehen, dann habe ich eine 8. Keine Ahnung, warum der Ach, anders ist. tot bist du nicht, du hast doch 150 NDP. Ja, 20. Ja. Ja. Warum reden wir überhaupt? Mach einfach deinen Schaden Ja, trotzdem ja. weiter. So, dann muss ich gerade mal gucken. Was war das denn? Überrennen, ne? Der Schlinge hat überrennen, nicht als Manöver. Nee, das ist richtig, aber der Schlingerreiter hat Du das kannst angesagt. halt. Okay, ich wollte gerade sagen, du kannst halt sagen, dass er irgendwie ein schweres Schlachthaus ist oder so. Ja, Aber dann. Kriegsschlinger haben eine eigene Ausbildung. Oh, Also cool. du kannst Paradeschlinger, Reitschlinger, wie gesagt, also in Alanfa und Selem ist das eine Kunst. Du kannst die ausbilden. Ich meine, Gibt's auch okay, extra in der Zobot, gibt's den Reitschlinger sogar erwähnt. Okay, findest du deinen Wert gerade? Also über welchen Angriff läuft das? Übers Anspringen oder das Übers Trampeln? Überrennen eigentlich. Überrennen auf die 14. Ah, okay, da, ich sehe. So, dann mache ich 5W6 sind 21 TP. Und das ist ein Angriff zum Niederwerfen. Wie viel KK hat Mira? 26. Dann ist es eine unerschwerte Körperkraft. Und die schafft sie, also bleibt sie stehen. Easy. Ist das nicht abhängig von der. Ich muss gerade Ja, mal. der, Warte, und zwar warte, der warte, Schaden über deiner, der Schaden über deiner KK ist die Erschwernis. Da Miras KK über dem Schaden liegt, hat sie keine Erschwernis und ohne Erschwernis kann sie die 26 nicht Aber verkaufen. der Niederwerfenwert ist 10 beim Schlinger. Das heißt, die 10 Na, sie kommen hat auf eine die KK Oh, du oben. hast recht, dann kommen die 10 mit rein, habe ich nicht Ja, dran sie hat eine gedacht. 5 gewürfelt. Sie kann 21 Punkte Genau, ausgeben. aber also die Körperkraft wird automatisch um 10 erschwert durch den Niederwerfenwert vom Schlinger. Ja, aber sie hat es trotzdem geschafft. Also. Okay, wie viel Damage machst du? 21. 21 für das Okay. Überrennen. Na, da kommen 7 durch. Und ich kann jetzt kein Trampeln mehr ansagen, weil der Das nicht. Schlingerreiter, nee, weil der Schlingerreiter jetzt nicht mehr drauf ist. Sonst hätte ich ein Trampeln ansagen können. Das ist auch nur eine freie Aktion. Steht zumindest in der Zobot. Okay, aber Trampeln vor der als freie zweiten Aktion des Schlingers kommt jetzt noch meine zweite Ja, der Aktion. Schlinger hat Überrennen, glaube ich, 2 Aktionen. Ach so. Also zumindest wenn er mit GR36 unterwegs war. Okay, dann kommt GR36, ja genau. Ja gut, dann kommt jetzt auf jeden Ach Fall. so, ja warte, das war ja die Hälfte von der GS kommt damit dazu. Stimmt, also von seiner Von der Original-GS sind Also 12 halbe. 6. Ja. Das sind nochmal 6 Schaden mehr. Erst macht den Kohl jetzt. Dann macht den kann Bären jetzt auch nicht. Dann kann Nee. Vortax. Gut, dann kommt jetzt mein zweites Mal auslösen, diesmal nur noch plus 4. Ich hoffe, Würfel diesmal mal eine klappt. Mutprobe. Würfel mal eine Mutprobe. Warum muss ich eine. Okay, ich würfel Gegen von die mir aus auf. Echse? Er ist jetzt gut versteckt im Busch. Vor allem, erstens, sie kämpft gegen Mira. Ich habe einen genauen Plan, der Mutprobe. 100% funktioniert. Ja, ich meine ja nur. Aber dann erleichtert sie mir wenigstens, weil ich A, ein Zwerg bin und B, das meine Mission ist. Ach komm, erleichtert um hier Vorurteile gegen Geschuppte. Hat er nicht. Hab ich Was? nicht, aber. Ja. Aber ich hab's trotzdem immer ausgespielt, ich sag's nur. Aber gelungen. Erstmal beschweren. Ja. Natürlich erstmal beschweren. Kennst du uns? So, dann würfel mal, dann löst mal aus. Ja, gut. Dann Und zwar schauen wir sau das jetzt nicht. Wir vertrauen auf dich. mal. Wir Ja, haben keine keinen Sorge. Plan B. Doch, einfach Also so Plan B ist die draufstürmen. Alpha-Ionenkanone, aber. Ja. Hier, bam. Jetzt für 2 Runden bewusstlos. Der Zwei Schlinger. Runden? 2 Runden. Okay.
zwei Kampfrunden. Muss ich nur noch pieksen. Reicht, um hinzugehen? Zustand verschiedenes betäubt. Ihr betäubt Stati. Dann ist die 16, die Gladiatoren, die haben sich hierhin bewegt. Mira auf der 12 war auch schon. Dann ist die nächste Kampfrunde. Ich würde gerne. Bricht der Schlinger auf Mira zusammen? Ich nehme an, der rutscht noch 3-4 Meter. Ja, das war ein Überrennenangriff, der bleibt nicht stehen, der läuft halt weiter. So, nächste Kampfrunde, die 10. Ich fange an mit denen hier am Strand. Ich fange trotzdem mit denen an. Die sind ja unabhängig von euch. Ist das 19, nicht mittlerweile Bums, was bei denen passiert? Ich wollte es auswürfeln. Okay. Gut, er ist wieder mit dabei. Dann 12, aber stopp, jetzt ziehen alle anderen vor, zumindest Boltax. Genau. Erste Aktion. Hingehen. Stopp, ich zieh vor. Ist in Ordnung. Dann kommt jetzt tatsächlich auch mal der Angriff mit dem Bogen auf dich. Ja. Ich mach keine Wucht rein, ich will nur treffen. Oh, das könnte fatal sein. Ich will einfach nur treffen. Hexenbogen. Okay, jetzt müssen wir sogar rechnen, ne? Von wo schießt der denn? Nie im Leben. Das ist nie getroffen. Nee, vor allem, weil ich hinter Mira in Deckung bin. Ja, und dem riesigen, fetten. Und Bolter ist ein kleines Ziel, hängt aber dran. Regeltechnisch? Nee, regeltechnisch bin ich kein kleines Ziel. Ist nicht? Ach nein, erst abgeräumt ist mein Ziel. Also genau, Zwerg steht sogar drin, bei mittelgroßer Gegner ist eine +2. Dann Entfernung. Gucken wir uns gleich mal an. Bewegung des Ziels. Du bist leicht bewegt. +-0. Ich renne halt dahin, habe ich gesagt, aber. Ja. Ja, also ich bin halt nicht so schnell, muss man ehrlicherweise auch sagen. +-0. Dann die Sichtverhältnisse. Also ich sehe da gerade irgendwie nur eine +2, die aber, ich sehe. Aber die sind doch nach ihm dran. Wenn sie nach ihm dran sind, von wo schießt der? Nein. Die sind auf der 19. Die sind vor ihm dran. Ah, ja, die sind vor mir dran. Das so, jetzt gucken wir uns mal die Entfernung an. Ich nehme einfach mal diesen hier. Die Entfernung sind 20, 23 Meter. Also +0. +0? Warte. Elfenbogen. Ich habe 30 Meter im Kopf. 25 Meter. 25, das ist also +0, ja. Dann habe ich getroffen. Gerade so. Kannst ausweichen. Okay, ja. Oder du nimmst ihn. Ich muss erstmal überlegen. Ich muss ja erst eine Intuitionsprobe würfeln, weil ich den nicht kommen sehe, oder? Ja, mach mal. Intuition. Also, wenn die nichts wird, muss ich ihn sowieso fressen. Also von daher schauen wir doch erstmal, ob die Intuition gelingt. Wow. Okay. Okay, ich kritte. Komm, können wir das bitte als Ausweichen nehmen? Nee, wir machen eine Ausweichen +4 anstatt +8. Wow, toll, das bringt mir überhaupt nichts. Das Problem ist vor allem, deine Aktion ist dann vorbei. Er kann auch frei ausweichen. Er kann auch frei ausweichen, das ist richtig. Aber dann brauchst du eine Aktionposition, um zustechen zu können. Das bringt dir also auch nichts. Alles wird gut, er hat ja noch eine Runde. Ich wollte gerade sagen, der Schlinger ist noch nicht wieder wach. Das ist wahr. Okay. Ach, dann, der ist Kampfrunden am Schlafen. Sorry. Dann, genau, der ist 2 Kampfrunden am Schlafen. Gut, dann probiere ich natürlich auszuweichen. Das ist nur +4 erschwert. Also schaffe ich es locker flockig mit einer 5 oder niedriger. Könnte ich aus dem Schlafen heraus mein Glück auswürfeln und für den Nein, nur für dich. Einsetzen? Nur für dich selbst. Nein, der trifft nicht. Dann bekommst du 9 TP. Und wenn das Schaden macht, ich der Schadenspunkte, dann kannst du eine Konstitution. Und eine Konzi +5, genau. Schauen wir mal. Bist du nicht resistent gegen bestimmte Arten von Gift? Gegen mineralische, oder? Gegen mineralische. Ja, das ist so, wo es halt ein Gift gibt, genau. Ja, gucken wir doch mal. Wo trifft er mich denn? Das können wir uns mal angucken. Konstitution könnte aber bei Boltax klappen, oder nicht? Ich habe 15 Konsti. Schwertarm. Ja, da trifft er mich auf jeden Fall. Da habe ich nicht so viel Rüstung. Insgesamt habe ich nur 6 Rüstung am Schwertarm. Und dann Konsti, komm. Schaden ist gar nicht so wichtig. Ja, dann schauen wir mal, ob ich die Konsti schaffe. Um wie viel ist ihr Schwert? +5. +5, alles klar. Also 10 oder niedriger. Sie ist gut. Dann verändert sich die Wirkung. 2 Qualitätsstufen weniger. Vom Schlafgift. Von D in B. Das Opfer ist für eine Spielrunde betäubt und kann sich nicht mehr bewegen. Ups. Aber vielleicht auch noch den Schaden, weil Minimalschaden ist 6 und das kommt nicht durch. Den Schaden hat er schon gewürfelt. Schaden oder? Ist oben, die 9. Oben 9. Aber, ja, achso, dann schläft Mira aber auch. Weil Mira hat ja auch schon mal Damage gefressen.
Oh, stimmt. Da haben wir gar nicht drüber gedacht. Ich habe nur gedacht, dass wenn du die Konstiprobe schaffst, schläfst du gar nicht. Aber dann schläft Mira auch. Doch, du schläfst immer. Und du kannst auch weiter Schaden bekommen. Das ist das Problem beim Schlafgift. Das ist ja kein Schlaftrunk oder sowas. Ja, dann ist Mira nur auch am Schlafen. Das ist der ja, genau. Aber wann ist das dann passiert? Als du dein Chip eingesetzt hast. Damit habe ich die Konstiprobe geschafft. Aber dann schlafe ich halt statt... Tun wir einfach so, da Mira so viel Masse zu entgegensetzen hat, wirkt das Gift halt noch eine Stufe niedriger. Also. Wichtige Frage, bin ich betäubt oder schlafe ich? Bist betäubt. Du bist betäubt, regeltechnisch betäubt. Gut, alles klar, kein Problem. Denn ich bin ja wahrscheinlich vor dem Schlinger dann zu Boden gekommen. Er hat ja auf dich geschossen, bevor du dran warst. Genau. Er hat ja vorgezogen. Also pockst du eigentlich noch hier. Genau, auf der Hälfte des Weges, sag ich mal. Okay. So, das war sehr interessant. Die 19 hatte ich vorgezogen. Dann mache ich wieder weiter bei der 12. Ihr könnt wieder vorziehen. Ich möchte auch vorziehen. Ja. Wenn Voltax hier betäubt zu Boden geht, sprinte ich natürlich erstmal los. Mhm. Schnappe mir den Dolch. Ich denke, in zwei Aktionen ist das locker flockig drin, ohne irgendwelche Proben machen zu müssen. Also Aktion Bewegung kostet dich eine und Aktion, dann aufheben Bewegung, Aktion, nächste Aktion. Gut, dann war's das. Ich habe mein Schwert ja nicht in der Hand, denn ich habe es ja weggesteckt. Mira, das schläft immer noch. Ich ziehe dich gerade mal vom Brett runter. Der Schlinger schläft, den ziehe ich noch vom Brett runter, danach würfelt er ihn neu aus. Die Gladiatoren ziehen dich hier runter. Diamantis kann ich tatsächlich. Du hast dich schon runtergezogen, sehr gut. Siehst du, Diamantis, es funktioniert wunderbar. Die anderen Gladiatoren, die hier oben kämpfen, der Stammeskrieger ist noch dran. Und zwar hat er seine Tarnung aufgegeben, das heißt, er wird. Ist geblendet. Oder? Nein, ist er nicht. Nee, der ist war nur von seiner Sonnensucht gepackt und die ist jetzt abgelaufen. 10 Aktion, Position, Bewegung. Und sieht euch, kann aber nicht mehr attackieren, das heißt, er behält seine Parade übrig. Aber mir, tu was! 3 Aktionen. 16, 17, 19. Moment, ich habe aber noch eine Aktion, weil er mich ja vorher abgepasst hat. Ja, richtig. Also war nur meine Ausweichenaktion. Dann würde ich jetzt in der ersten Aktion damit beginnen, möglichst theatralisch, einen verkürzten Frigifaxius zu wirken. Und zwar auf den Schlinger. So, warte mal. Verschiedenes. Du bist... Warum auf den Schlinger? Ich sag mal verwirrt. Du möchtest einen Frigifaxius zaubern? Nicht verwirrt, nur betäubt. Ja. Ich habe jetzt gerade meinen Zustand auf verwirrt gesetzt, weil du eben nicht betäubt bist. Alles klar. Frigifaxius, welche Gilden, willst du gildenmagisch zaubern oder geodisch? Wieso, ich bin immer geodisch. Was für Gesten hast du da? Geste, ne? Ja. Kannst dich ja nicht bewegen. So, ich kann mich nicht bewegen. Dann müsstest du eine plus 7, ne? Plus 7 oder plus 12 okay, musstest du nehmen. Dann modifiziere ich die weg. Geste ist ja nicht zentral, dann sind es plus 7. Dann mache ich aber nicht verkürzt, sondern... Ja, normal. Normal, gut. Dann dauert das 3 Aktionen, oder? 4 Aktionen. Okay, dann ist Boltax hat angefangen zu zaubern. Die ja, Echse mit der 19. Zauberkontrolle, das heißt, ich sehe gleich, ob es klappt. Okay, 19, die sind durch. Jalan darf nichts mehr machen, der ist durch. Zulame. Okay, der würde durchgehen. Ich würde mich um diesen neuen Gegner kümmern, damit der dem Plan mit dem Schlinger nicht im Weg steht. Dieser hier. Das heißt, ich laufe mit einer Aktion hin. Mhm. Du hast gesagt, er hat noch eine Parade übrig. Ja. Ich greife ihn an. Ich bin allein in dem Kampf, richtig? Noch ja, aber mir ist nicht dran. Okay. Dann Wucht 4 und meine 4er Erschwernis aus Umständen. Ja, ganz normale Parade. Gelungen. Passiert nichts. Okay. Dann habe ich jetzt aber noch einen Angriff bei BHK, also gleiches Spiel nochmal. Und treffe. Gut. Denkst du eigentlich daran, dass deine BHK-Ansagen nur plus 4 sein dürfen? Oder hast du das rausgewaffenmeistert? Das war plus 4. Nein, ich habe keinen Waffenmeister. Ah, okay. Das heißt, das sind jetzt 12 plus 4, sind 16 Schaden. Ja, da würfel ich mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Sollte noch drin sein. Worauf wird Selbstbeherrschung gewürfelt? Als zweites Konstitution. Ja, 15, das reicht. Gut. Aber eine Wunde ist es trotzdem.
Und dann kannst du das zweite Mal zuschlagen, wenn du willst. So, Davin? Ich dachte, den ersten hat er pariert. Du hast recht. Entschuldigung, dann ist Abel mir dran. Ich würde mit meiner ersten Aktion meine Armschiene links aktivieren. Was tut die? Reversalierter Plumbobarm steigert meine Attacke um 10 und meine Inni nochmal um 10. Wow, ich brichst die Skala. Wir haben nur leider 43 Plus. Ich hoffe, du wärst 43 Inni, hast Platz, du Alter. Also dein Schatten spaltet sich auf, dein Körper spaltet sich auf. Mitose. Darf ich meine zweite Aktion gleich nutzen dafür, weil ich so schnell bin? Was möchtest du denn tun? Der Schlinger liegt dann auch am Boden von mir. Zwei freie Aktionen, kannst du hingehen. Dann würde ich hingehen und mit Wuchschlag 10. Ja, du diffundierst durch die Luft. Gehen hat das nichts mehr zu tun. Mit 5 freien Aktionen. Er kann sich ja nicht wehren und... Ja, genau, ist eine Attacke minus 8. Achso, hätte ich das gewusst, hätte ich dann zusätzlich anlangen können. Ist egal. Ja, hab ich schon angesagt oder hab ich nicht angesagt? Du nicht angesagt, nein. Komm, mach noch eine Finte rein. So, das sind 22 minus Rüstungsschutz, 22 minus minus RS. Muss ich eine Körperzuwurfen bei ihm, oder? Nö, ist doch keine Wunde. Ist ja egal. Wohl nicht schlau, oder? Oh, keine Ahnung. Ja, so, weiter. Nächste Aktion? Achso, habe ich noch eine Aktion? Du hast noch eine Aktion. Ich hatte meine Armschiene aktiviert. Achso, nee, gut, dann bist du durch. Gut, dann nächste Kampfrunde. Der Schlinger hat eine ganze Kampfrunde geschlafen. Ende der nächsten, also Ende von dieser kommt er dann wieder. Ende der nächsten. Wir fangen auf der 10 an. Ende dieser? Ja, Ende dieser. Ist das schon soweit? Ja, es sind ja nur 2 gewesen und nicht 6 wie bei meinem besseren. Würfel erstmal deine Gladiatoren. Die habe ich. Gut. 10 ist fertig. Ich möchte 16. Du ziehst auf die 16 vor. Gut. Ich gehe hin und ich steche den Schlinger ab. Ich möchte eine T-Kunde proben, um zu schauen, ob ich meucheln darf. Oh ja, okay. T-Kunde? Meine T-Kunde ist leider sehr schlecht und ich habe weder Chip noch Glück übrig. Ja, nein, also werde ich ihn ganz normal attackieren mit dem Mengvila. Das ist ein Dolch, nicht wahr? Das heißt, ich muss von Dolche auf Schwerter ausweichen. Ich würfel einfach mal mit dem Nachtwind. Kannst du nicht Mirakeln? Ist es nicht Fex-gefällig? Fex-gefällig mit Gift? Ich glaube nicht, das bringt dich eher an die Niederhöhlen. Fex-gefällig mit Gift? Nee, Echsen-Töten. Richtig, Fex... Echsen-Töten, ja, aber nicht mit Gift. Fex im Sinne des ptolemidischen Fex, der Echsen-Töter. Ja, doch. Komm, ich hab die Zeit. Ich kann 2 Schritt freie Aktion machen, die alles reicht, bring ich zum Schlinger hin. Dann, ich setze ihn irgendwo an, flüster nach kurz. Da steht mir bei. Wie rocken wir das? Das ist jetzt der Gute von Boltax, ne? Das ist der Gute von Boltax. Quali-F. 2W6 SP pro Kampfrunde. Das ist auf jeden Fall gelungen. Wenn ich Erleichterung brauche, werden wir hinterher schauen, wie die Erschwernisse waren. Dann... Ich würfel einfach mal mit Schwerter. Ich brauche die Erleichterung auf jeden Fall. Ich würfel mal eine Konzi-Probe. Die ist erschwert um 30 nicht geschafft. 20. Nee, um 30. 20. Wenn die K.O.-Probe plus 30 gelingt, Wir hatten aber keinen F-Trank, wir hatten nur einen D- und einen E-Trank. Das ist der E-Trank, also das E-Gift. Ach, das war nur das E-Gift? Und wir haben kein F-Gift. Okay, gut. Faturon, der Hose und nicht gegeben. Gut, dann 2W6 SP pro Kampfrunde. Ich halte gerade daran. Okay, das Mirakel ist auf jeden Fall gelungen. Ich breche den Dolch in ihm ab. Ich weiß nicht, weckt ihn das auf? Nein. Wie macht man das zusammen? Yes. Okay. Er bekommt ganz normal 1W6, sind 2. Aber ich bin ja auch fertig, diese Runde. So 2 SP durch. Ja, ich lasse die Rüstung mal weg. Und einfach nur 2 SP auf dem Schlinger. Bis zum Tod. Wie viel LDP hat er? Ja, genau, das ist das Problem. Aber deswegen haben wir die Falle gestellt. Okay, ja. Also, die ersten 2W6 ticken. Und zwar ab jetzt, ich beauftrage Diamantis zum SP-Experten für das Gift. 2W6 bitte von dir. Diamantis sollte den Schlinger steuern. Nee, Diamantis ist sonst einfach nur schlafend, deswegen... Dann Diamantis, tacken bitte in den Token vom Schlinger ein, minus 12. In Ordnung. Gut. Das war die 16 mit der vorgezogenen 19 von Jarland. Die Gladiatoren sind dran. Ich muss gerade mal gucken. Ayaban und Augusto fangen jetzt an, noch in den Dschungel zu laufen.
Die wissen nicht genau, was da passiert ist, aber sie haben von Borromeo irgendwas gehört, der mit seiner goldenen Rüstung gerade Monterey gerettet hat und irgendwas sagte er von: Die haben Angst vor uns, deswegen laufen die jetzt in den Dschungel rein. 17, Boltax, der ist noch bewegungsunfähig. Ja, was willst du tun? Wie gesagt, mein Frigifaxius? Frigifaxius, also die Eisvariante. Zwei viele Würfel? Einen habe ich angesagt. Einen? Genau, es geht nur um den Effekt. Okay, und was tut der Effekt? Der Effekt ist der folgende, dass gleich vom Publikum gesehen wird, dass ich einen Strahl auf den abfeuere und hoffentlich er dann irgendwann zusammenbricht und das Ganze gewonnen habe. Ne? Ja, jetzt habe ich verstanden. Gut, das kannst du versuchen so zu argumentieren. Also ich will ihm dann ja technisch gesehen Last Hit. Ja, genau. Ja. Ich möchte ihm halt nicht wirklich viel Schaden zufügen. Ich wollte nur verstehen, was du bezweckst. Die 19. Ja. Ich würfel einen W6, beziehungsweise wenn ich Diamantis auswürfel, dann nochmal 9. 3. Sulamin Abelmir Boltax. Ich liege schon am Boden. Ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich schon. Hoffen nochmal. Nee, nach. Nimm doch aber den nächstbesten, das wäre ich. Oder Abelmir. Komm, du willst ihn haben, dann fange ich jetzt an, auf dich zu schießen. Gib ihn mir. Ja, Meister, gib's mir. Gut, die schießen mit dem Excel. Komm, 10er Wuchtansage. Ich würfel nochmal. Ich mache eine 10er Wucht. Na gut. Trifft, oder? Nee. Oh. Ja, das ist auch leider nicht im Kampf getüngelt, sonst hätte er den Schlinger getroffen. Okay, dann ist der Echsenkrieger, zumindest einer von den vielen Echsenkrieger ist fertig. Die tauchen immer mal wieder auf, immer mal wieder schießen andere, die anderen laden nach, verstecken sich wieder, also es ist ein unheimliches Getümmel. Es sind nicht mehr so viele da, aber immer mal wieder jemand. 19 ist durch, Jalan hat er schon zugestochen, Sulamin darf, glaube ich, noch, oder? Achso, genau. Sulamin und die andere Echse, die bekämpfen sich gerade noch. Ja, genau. Dann machen wir das. Was hat sie denn vor, die Echse? Das ist kein Kampf auf den Tod und sie hat schon eine Wunde. Das heißt, eine Aktion Attacke und eine Parade. Und ich gebe dir eine... Ich muss ja nur treffen. Ich glaube, ich möchte zuerst. Ja, ich gebe dir eine Finte 5 mit dem Machfahrer. Du darfst zuerst. Okay. Dann gegen den Angriff möchte ich ausweichen, aber das passiert ja dann erst später. Das heißt, ich greife mal an. Wir machen wieder den 4er Wuchtschlag. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Ja, die 4er Wucht hilft dir erstmal noch nicht. Kannst du ein zweites Mal angreifen, wenn du willst? Ja. Kannst auch dreimal angreifen, wenn du willst. Oh. Und dann frei ausweichen. Nein, ich möchte nicht mit dem Achbarbar getroffen werden und frei ausweichen ist doof. Das ist gelungen. Ausweichen ist für Weicheier. Wie viel das Schaden? Das sind dann 15 Schaden. 15 ist die nächste Runde. 1, 2... Die Selbstbeherrschungsprobe ist geschafft. Aber er hat Wunde 2 und wird nach dem Zustechen aufgeben. Ich gucke erstmal verschiedenes, zweite Runde. Trotzdem geht sein Achwawa. Finte 5 wäre geschafft. Finte 5 plus meine Erschwernis. Das ist eine 8 von meiner Seite und ich versuche auszuweichen. Ach, du hast immer noch deine Zahl liturgieren, ne? Geht die noch, wenn du kämpfst? Es ist ja keine Zahlliturgie, es ist ja eine Reihenliturgie. Du hast sie als Brei-Abding gegeben. Bist du clever. Wenn, bist du wenn ihr mich nicht hättet, Frosty würde euch überrollen. Bist du ausgewichen? Ja, ne? Also in der Sache hätte ich mich gerade noch selber verteidigen können, weil ich hätte du bist ausgewichen, ne? Sag dir das immer selbst. Ruhe, Adaro, du bist nicht dran. Dann bist du ausgewichen. Ja. Der Echsenkrieger ist halt Gladiator auch, ne? Also auch ausgebildeter Gladiator und wird die Hand heben, das ist das Zeichen zur Aufgabe. Ist eine freie Aktion. Das ist deine Waffe tatsächlich auch fallen. Gut, dann nicke ich ihm zu, respektvoll, und werde ihn nicht weiter angreifen. Gut, ich schiebe ihn jetzt schon mal hier weg, dann er ist zwar noch nicht weg, aber nächste Aktion ist er weg.
Dann habe ich weitere Echsen. Ich hatte schon einmal geschossen. Ich hatte weiter genahkampft. Jalan, du darfst jetzt. Und, ich laufe vor dem Schlinger weg. Davon würde ich Entschuldigung. Nein, wir waren bei Zulamin gerade. Nee, wir waren gerade bei Zulamin. So. Das haben wir alle schon. Dann nächste Kampfrunde. So. Ich glaube, ich bin da dran. Ach so, du bist gar nicht. Ja, ich hab dich so weit. Und Geschwindigkeit. Bitte, Euruk, verzeih es mir. Darf ich mit meiner Liefer gleichen Geschwindigkeit freie Aktion Schritt machen und mich hinter die den Schlinger begeben? Du hast 5 freie Aktionen, sind 5 Schritte. Gut, dann würde ich mich hinter den Schlinger begeben, also nicht gerade von seinem Maul wegbewegen, noch liegt er am Boden. Mhm. Und dann zweimal für einschlagen. Weil es hier nicht eventuell kann, plus 8. Und plus 10 für meine. Minus 8, ja, genau. Also leichter, und die setzt gleich auch mal einen Wurfschlag etc. plus 18. Dann wird der Schlinger gleich wach, ne? Am Ende der Runde, ja. Am Ende der Runde, ja.